Familien sind die Grundlage unserer Gesellschaft. Gesellschaft kann auf Dauer überhaupt nur funktionieren, wenn wir auch starke Familien haben. Und die Kinder sind überhaupt die Zukunft unseres Landes. Und deshalb müssen wir in Kommunen, im Land, im Bund auch eine wirklich starke Politik für Kinder und Familien machen. Da ist es wichtig, dass jetzt auf Bundesebene das Kindergeld zum Beispiel erhöht wird. Wir wollen in Bayern insgesamt gerade die Kinderbetreuung noch weiter ausbauen. Deshalb stellen wir viele Millionen zur Verfügung, gerade auch für Vorhaben in Erlangen, in Möhrendorf und Heroldsberg, um die Kinderkrippen, um die Kindergärten, um die Kinderhorte weiter auszubauen. Und es ist auch wichtig, dass wir die Ganztagsbetreuungsangebote an den Schulen, an Grundschulen, an Mittelschulen, auch an den weiterführenden Schulen weiter ausbauen, damit auch da letztendlich für alle Kinder und Eltern, die das wollen, entsprechende Betreuung sichergestellt ist.